Menschen werden zu 95% der Zeit vom Unbewussten gesteuert. Sie arbeiten aufgrund alter Gewohnheiten auf Autopilot. Aber nur 5% der Zeit ist der Mensch wirklich bewusst. Das bedeutet, dass unser Ego meistens schläft, und wenn es erwacht, interpretiert es die Realität auf seine eigene Weise, nach seinen eigenen Regeln, Ansprüchen und vor allem auf der Grundlage seiner begrenzten Informationen. Leider geraten viele Menschen mit zwanghaften und absurden Gedanken in Panik, um ihr Leben zu kontrollieren. Um die Kontrolle über ihr Leben zu haben, müssen sie ihren Verstand beherrschen, indem sie jederzeit darauf achten, was sie denken. Emotionen lassen sich nicht kontrollieren, aber Gedanken schon. Probleme entstehen, sobald wir abgelenkt werden. Wenn wir auf unsere Gedanken achten, werden wir uns dessen bewusst und kommen aus dem Autopilot-Modus heraus. Die Wiederherstellung der Verbindung zu sich selbst ist ein entscheidender Schritt, um die eigene Kraft wiederzuerlangen. Doch zunächst müssen Sie herausfinden, wer Sie wirklich sind, und die volle Verantwortung für Ihr Leben übernehmen. Wenn wir inspiriert sind, sind wir in der Lage, unser Bestes zu geben. Wenn ein inneres Feuer uns vorwärts treibt. Aber was ist diese treibende Kraft? Sie entspringt dem Innersten unserer Seele. Das Ziel der eigenen Seele zu finden und es zu verfolgen, bringt unglaubliches Glück. Das liegt daran, dass wir das tun, was wir wirklich wollen. Alles in uns ist miteinander verbunden. So wirkt sich das psychologische und emotionale Gleichgewicht auf den Körper und unser gesamtes Wesen aus. Wenn es kein inneres Gleichgewicht gibt, erleben wir Unbehagen, Schwierigkeiten und Schmerzen. Wenn wir jedoch das Gleichgewicht zwischen Körper, Geist und Seele wiederherstellen, können wir inneres Wohlbefinden erfahren, das sich in unserem Leben widerspiegelt. Wir sind Bewusstsein, das sich selbst durch diese Existenz erfährt. Der Geist inkarniert sich über die Seele in den physischen Körper. Es sind immer unsere Gedanken oder Urteile über Ereignisse und Menschen, die emotionale Reaktionen auslösen. Die Realität hängt von unserer Interpretation ab und ist daher von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Pessimismus und Negativität sind nachteilig. Alles wird zu einem statischen Zustand, der es unmöglich macht, Lösungen zu finden. Indem wir die Kritik ausschalten, üben wir uns in Akzeptanz und Widerstandslosigkeit. Das öffnet uns für das Vertrauen und erlaubt uns, in den kosmischen Fluss einzutreten. Die Gedanken, die wir glauben und häufig wiederholen, formen unsere Realität. Dies geschieht, weil sie zu Emotionen, dann zu Synapsen und schließlich zu Langzeitgedächtnissen werden. Diese werden zu Glaubenssätzen und Gewohnheiten, die unsere Handlungen und Verhaltensweisen bestimmen. Die Qualität Ihres mentalen, emotionalen und energetischen Bereichs konstruiert die Qualität Ihres materiellen Bereichs. Alles in Ihrem Leben spiegelt genau das wider, was in Ihnen vorhanden ist. Alle Ereignisse und Menschen, die Ihr Leben positiv oder negativ beeinflusst haben, wurden von Ihrem Magnetfeld angezogen. Die Macht unseres Geistes, also unserer Gedanken, zu verstehen, ist wesentlich, um die Kontrolle über unser Leben zu übernehmen. Fast jeder wird von spontanen und unwillkürlichen Gedanken heimgesucht. Normale Menschen denken unbewusst und werden leichte Beute für ihre Impulse. Die wahre Kraft liegt in der Wertschätzung der Dinge, um eine kohärente, harmonische Schwingung zu erzeugen. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, etwas in Ihrem Leben zu schätzen, wie das weiche Gras unter Ihren Füßen oder die Morgenbrise, hebt das Ihre Schwingung über die Probleme des Lebens. Es hilft Ihnen, sich auf das Gute zu konzentrieren und neue Möglichkeiten zu begrüßen, was zu einem friedlicheren und gelasseneren Leben führt. Letztlich liest das Universum Ihre Energie. Unabhängig davon, wer Sie sind, wo Sie sind oder was Sie tun, reagiert das Universum auf Ihre Energie. Je höher Ihre Energie ist, desto größer ist der Zustrom seiner Geschenke und seiner bedingungslosen Hilfe. Nur durch Bewusstsein können wir alles von einem sicheren Standpunkt aus beobachten und uns verantwortungsvoll verhalten. Verantwortung bedeutet, die Realität zu akzeptieren und entsprechend zu handeln. Die Realität zu akzeptieren bedeutet auch, andere zu respektieren. Andere zu respektieren bedeutet, ihnen gegenüber flexibel und verfügbar zu sein und anzuerkennen,
dass sie andere Gedanken und Wünsche haben als wir selbst. Jeder Konflikt mit sich selbst ist ein Konflikt gegen sich selbst. Es geht immer um ihre Energie, die nicht verschwendet werden sollte. Wir haben nicht so viel Zeit, um sie mit dem Kampf gegen uns selbst zu verschwenden. Dieselbe Energie muss genutzt werden, um sich zu freuen. Fangen Sie an, den Fluss Ihrer Gedanken zu genießen. Beobachten Sie Ihre Nuancen, wie ein Gedanke zum anderen führt und wie sie miteinander verbunden sind. Ein sehr kleiner Gedanke kann Sie zu einem weit entfernten Horizont führen. In der Regel gibt es keine Verbindung zwischen dieser Initialzündung und dem erreichten Ziel. Wenn Sie daran gewöhnt sind, sich auf das Negative in Ihrem Leben zu konzentrieren, werden Ihre Emotionen an die Oberfläche kommen und Ihre Negativität verstärken. Sie fangen vielleicht mit einer kleinen, scheinbar harmlosen Irritation an, aber wenn Sie sich weiterhin auf das konzentrieren, was Ihnen ein schlechtes Gefühl gibt, werden Sie eine stärkere, attraktivere Schwingung aussenden. Dies führt dazu, dass sich eine Realität manifestiert, die zunehmend mit Ihrem inneren Unbehagen übereinstimmt. Unterscheiden Sie immer zwischen dem, was vom Verstand kommt, und dem, was von der Seele kommt. Solange wir uns mit dem Verstand und dem Ego identifizieren, sind wir vom Göttlichen getrennt. Nur durch die erhabene Vision der Seele können wir ohne Urteil und ohne Dualität sehen. Versuchen Sie, Anhaftungen an Wünsche loszulassen. Wenn du an einem Wunsch festhältst, wirst du ein Opfer dieses Wunsches. Du bist nicht frei. Du bist emotional an die Ergebnisse deiner Handlungen gebunden. Leider wurde diese Überzeugung unbewusst durch jahrhundertelange Unternehmenspropaganda übernommen, bei der Profit und Ehrgeiz an erster Stelle standen. Diese Philosophie ist in vielen Menschen verankert, die alles geben, um die Karriereleiter zu erklimmen, weil sie glauben, dass Träume nur durch Schweiß und Mühe erreicht werden können. Aber das Leben ist nicht so. Es ist ein illusorischer Film, dem das Ego hinterherjagt, besessen von der Suche nach Anerkennung, Erfüllung und Berühmtheit, wobei es wie in einem Dschungel lebt. Das Ego ist ein Mechanismus des Geistes, der uns dazu bringt, uns mit ihm zu identifizieren. Es ist das Bewusstsein, das sich individualisiert hat und uns glauben lässt, wir seien von allem anderen getrennt. Das Ego entsteht aus der dualen Sicht der Realität, die aus einem ungetrennten Bewusstsein geboren wird. Sie ist die Ursache für viele Probleme und trennt uns von uns selbst. Es ist ein imaginärer Begleiter, der versucht, uns zu kontrollieren und die Herrschaft über unser Leben zu übernehmen, bis wir es erkennen. Wenn wir erkennen, dass das Ego die Wurzel unseres Leidens ist, kehren wir ins wahre Leben zurück. Der Tod des Egos ermöglicht es unserem wahren Selbst, sich zu entfalten. Diese Überzeugungen müssen bearbeitet werden und beeinflussen unweigerlich ihre Schwingung und damit ihre Anziehungskraft. Wenn das Verlangen zur Sucht ausartet und die Angst, etwas zu bekommen, alles verzehrt, zerstören sie ihre schöpferische Kraft. Dies führt zu einer energetischen, emotionalen und mentalen Phase, die sie vom Fluss der Liebe abkoppelt und zu einer Realität führt, die weit von ihren besten Absichten entfernt ist. Wenn Sie unsicher sind, was Ihre Arbeitsleistung angeht und deshalb an Ihren Ergebnissen hängen, werden Sie begrenzte und kaum wahrnehmbare Ergebnisse erzielen. Wenn Sie unsicher sind, was Ihre finanzielle Situation angeht und deshalb an den Ergebnissen Ihres Projekts hängen, werden Ihre Einkünfte zu wünschen übrig lassen. Anhaftung entspringt im Wesentlichen der Angst und löst Schmerzmuster aus, so dass Sie auf diese Weise reagieren. Es ist notwendig, die Realität zu akzeptieren, auch wenn sie nicht nach ihrem Geschmack ist. Die Realität ist, was sie ist, neutral und wahr. Unsere Gedanken und Urteile, subjektiv und voreingenommen, sind das, was nicht wahr ist. Akzeptanz bedeutet, dass man aufhört, gegen die Realität zu argumentieren und vermeidet, starr, blind und wütend zu werden. Es hindert uns daran, unvorsichtig zu werden und zu glauben, dass wir Recht haben, wenn wir die Dinge verkomplizieren. Wenn du die Realität oder dich selbst nicht akzeptierst, verweilst du entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Vergangenheit und Zukunft nähren negative Gedanken und Gefühle und zerstören Klarheit und Rationalität.
Wut untergräbt den gesunden Menschenverstand und macht uns zu Tieren. Die Realität zu akzeptieren, auch wenn sie schwierig ist, bedeutet, dass man aufhört, sich zu beschweren und zu leiden. Indem sie aufhören, sich zu beschweren, legen sie negative Gedanken und Gefühle ab und gewinnen geistige Klarheit, Gelassenheit und Verantwortung zurück. Akzeptanz beendet die Kontraktion, schafft Ausdehnung, Offenheit, Wachstum und Erneuerung. Wenn Sie die Realität akzeptieren, Ihre Natur verstehen und Ihr Urteilsvermögen ändern, tauchen Lösungen für Probleme auf. Gewinnen Sie geistige Klarheit zurück, lassen Sie Starrheit und Ressentiments los. Akzeptieren Sie die Realität, um negative Gefühle in positive zu verwandeln. Um dies zu erreichen, müssen Sie nur Ihre Gedanken und Urteile über die Realität ändern. Beschwerden führen zu Lethargie und Hilflosigkeit, sodass Sie sich machtlos und unfähig fühlen, Entscheidungen zu treffen. Wenn Sie bereit sind, die Realität zu akzeptieren, muss sich die Einstellung der Menschen Ihnen gegenüber nicht ändern. Sie müssen keine Träume verwirklichen, um glücklich zu sein. Das Problem ist, dass niemandem beigebracht wird, wie man seine Gedanken bewusst lenkt. Das hat dazu geführt, dass viele sich ihres Potenzials nicht bewusst sind. Eine häufige Angewohnheit ist zum Beispiel das Grübeln über die Aufgaben des Lebens. Es wird angenommen, dass das gründliche Analysieren aller Aspekte die Sorgen vertreibt. Wenn man sich jedoch zu sehr mit den negativen Aspekten des Lebens beschäftigt, wird das Problem nur noch größer. Wenn Sie zulassen, dass negative Gedanken Sie überwältigen, wird das Universum durch das Gesetz der Anziehung mit Ihrer Negativität in Einklang gebracht. Die Situation verschlimmert sich, und Sie geraten in eine Spirale immer negativerer Ereignisse. Die Lösung besteht also darin, den Fokus auf die gewünschte Realität zu verlagern, indem man sich an Details erfreut, die Freude bringen. Letztendlich ist es dem Universum egal, ob Sie sich eine bestimmte Erfahrung wünschen oder fürchten. Alles nimmt dort zu, wohin Sie Ihren Willen lenken. Alles wird dort physisch, wo Sie Ihre inneren Energien kanalisieren. Gedanken und Emotionen arbeiten Hand in Hand, sie sind die Grundlage Ihrer Schöpfung und Ihres inneren Wohlbefindens. Wenn Sie sich entscheiden, in höheren Frequenzen wie Liebe, Freude, Dankbarkeit und Akzeptanz zu schwingen, beginnt die Transformation. Alles beginnt sich zu verändern, um Sie zu unterstützen und sich durch Erfahrungen auszudrücken, die mit Ihrer persönlichen Frequenz übereinstimmen. Du fühlst dich zu dem hingezogen, was liebevoll, friedlich, gut und freundlich ist. Das Leben nimmt die Perspektive deiner Seele an. Entdecke deine Seele wieder, fordere deine schöpferische Kraft zurück und richte deine Schwingung auf göttliche und tiefgreifende Ziele aus. Danke, dass Sie sich dieses Video angesehen haben.